Sind Sie Steuerhinterzieher? Es ist nicht so, wie viele denken, dass es immenser krimineller Energie bedarf, um zum Steuerhinterzieher zu werden. Es gibt einige Fallstricke, die kennen viele gar nicht, die führen aber dazu, dass Sie ungewollt auf einmal Steuerhinterzieher sind. In diesem Video zeige ich Ihnen mal einige von diesen Fallstricken auf, die dazu führen, dass Sie ruckzuck ein Steuerhinterzieher sind. Aber bevor es mit der Thematik losgeht, eine kleine Bitte von meinem Team und mir. Wir stellen regelmäßig fest, dass viele unserer Zuschauer unseren Kanal noch gar nicht abonniert haben. Das wäre lieb, wenn Sie das noch nachholen würden. Das kostet Sie selbstverständlich außer ein paar Mausklicks nichts. Aber Sie unterstützen uns und viele andere, da ab einer gewissen Größe die Videos entsprechend auch anderen Interessierten häufiger vorgeschlagen werden. Von daher schon mal vielen Dank für das Abo, das Sie da lassen. Mein Team und natürlich auch ich freuen uns darüber. Nun aber los. Alfons Schubeck, Uli Hoeneß, Boris Becker, das sind die Promis und deren Steuersünden sind ja allen bekannt. Aber was viele nicht wissen, ist, dass viele tausend normale Bürger auch wegen Steuerstraftaten belangt werden. Laut Statistik wurden im Jahr 2022 rund 45.500 Steuerstrafverfahren bearbeitet. Aber was führt denn nun alles dazu, dass sie auf einmal wegen Steuerhinterziehung belangt werden? Nun, ein Fall oder der erste Fall, den viele gar nicht kennen, ist ganz primitiv. Keine Steuererklärung abgeben. Das ist der schnellste Weg zur Steuerhinterziehung. Wenn Sie keine Steuererklärung abgeben, obwohl Sie das müssten, kann das dazu führen, dass Sie als Steuerhinterzieher angeklagt werden. Und ich hatte ja gerade letztens erst ein Video produziert, in dem ich erläutert habe, wann Sie verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Die Klassiker sind zum Beispiel, wenn Sie Renteneinkünfte beziehen, wenn Sie Einnahmen aus einer Nebentätigkeit oder aus einer Vermietung von mehr als 410 Euro pro Jahr erhalten oder Lohnersatzleistungen wie Eltern- oder Kurzarbeitergeld. Das sind alles Punkte, die dazu führen, dass Sie verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Das ist nicht abschließend. Wie gesagt, schauen Sie sich mein letztes Video einfach an. Und wie gesagt, wenn Sie verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben und dies schlicht aus Nachlässigkeit nicht tun, dann können Sie damit bereits ein Steuerhinterzieher sein. Und die zweite Falle, in die Sie gerne hineintappen, vergessene Konten. Viele Anleger verlieren die Übersicht über ihre Konten und da gibt es einige Beispiele. Da gibt es Mandanten, die haben einfach ein Sparbuch, auf dem jährlich 30 Euro gutgeschrieben worden sind, vergessen. Und wenn bei diesem Konto dann ein Freistellungsauftrag bestand und es wurden dementsprechend zu hohe Erträge freigestellt, kann das dazu führen, dass das Finanzamt ein Steuerstrafverfahren einleitet. Dann die nächste Falle, die auch oft vergessen wird. Dividendenausschüttung. Wenn die Dividenden ausgeschüttet werden, dann behalten inländische Banken grundsätzlich automatisch 25% Abgeltungssteuer, gegebenenfalls plus Kirchensteuer plus Soli ein, sofern sie keinen Freistellungsauftrag erteilt haben, beziehungsweise wenn dieser ausgeschöpft ist. Aber es gibt auch Erträge, die müssen sie selbst ans Finanzamt melden. Zum Beispiel, wenn Dividenden nicht bar, sondern in Aktien gezahlt werden. Ist dies der Fall, dann müsste die Bank grundsätzlich von ihrem sogenannten Verrechnungskonto die Steuer einziehen. Wenn das aber nicht gedeckt ist, dann müssen Sie die erklären und entsprechend die Steuern abführen. Wenn Sie das vergessen, dann haben Sie direkt ein Problem, denn die Bank meldet die eingebuchten Aktien an das Finanzamt. Das taucht auch auf Ihrer Steuerbescheinigung von der Bank grundsätzlich nicht auf. Natürlich bekommen Sie von Ihrer Bank eine Information darüber, aber wie schnell geht die denn unter? Werbung wird weggeworfen und ruckzuck sind Sie dann in die Falle getappt. Dann eine weitere Falle, die günstiger Prüfung, auch wieder bei den Kapitalerträgen. Da gibt es ja grundsätzlich die Kapitalertragsteuer. Nun ist es aber im Zweifel sinnvoll, dass Sie vom Finanzamt prüfen lassen, was für Sie günstiger ist. Denn Sie können ja zur Besteuerung mit Ihrem persönlichen, mit Ihrem individuellen Steuersatz optieren. Das macht immer dann Sinn, wenn Ihre persönliche Besteuerung unter diesen 25% Abgeltungssteuer liegt. Und diese günstige Prüfung können Sie beim Finanzamt beantragen. Dann untersucht das Finanzamt, was für Sie am günstigsten ist und so werden Sie dann veranlagt. Aber was viele nicht wissen ist, mit diesem Antrag auf günstiger Prüfung erteilen Sie dem Finanzamt das Recht, einen Kontenabruf bei Ihnen zu machen. Die Banken müssen dann die Stammdaten zu den bei Ihnen geführten Konten, Depots, Schließfächern und so weiter dem Finanzamt bereitstellen. Und wenn da dann Depots auftauchen, die Sie dem Finanzamt nicht mitgeteilt haben, dann könnte das im Zweifel problematisch für Sie werden. Dann die nächste Falle. Private Darlehensverträge. Wenn Sie Angehörigen oder Freunden privat Geld leihen und dafür Zinsen erhalten, dann müssen Sie diese Zinsen versteuern. Meist sind das nur kleinere Beträge, das spielt aber keine Rolle. Sie müssen sie in Ihrer Steuererklärung als Kapitaleinkünfte angeben. Machen Sie das nicht, können Sie im Zweifel wegen Steuerhinterziehung belangt werden. Dann die nächste Falle, eine Erbschaft oder eine Schenkung.
Wenn Sie Erben oder eine Schenkung erhalten, dann müssen Sie dies laut Gesetz innerhalb von 3 Monaten dem Finanzamt anzeigen. Und mit dieser Anzeige ist eine schriftliche Information an das Finanzamt gemeint. Damit kann das Finanzamt dann prüfen, ob Sie eine Erbschaftssteuer oder eine Schenkungssteuererklärung abgeben müssen. Wenn die Zuwendung, die Sie erhalten haben, innerhalb der gesetzlichen Freibeträge liegt, dann müssen Sie grundsätzlich keine Strafen wegen einer nicht erfolgten Anzeige fürchten. Kritisch wird es aber, wenn die Freibeträge überschritten werden. Denn dann droht, wie bei der Einkommensteuer, bei einer Nichtabgabe ein Strafverfahren. Dann eine weitere Falle, ein Klassiker, ein weiterer Klassiker, die Secondhand-Verkäufe. Wenn Sie regelmäßig auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen und so weiter Gewinne erzielen, dann müssen Sie diese versteuern. Und da brauchen Sie auch gar nicht zu denken, dass das Finanzamt das ja gar nicht mitbekommt. Denn mittlerweile sind die Betreiber von Online-Plattformen verpflichtet, den Steuerbehörden die Verkaufsdaten ihrer Nutzer zu melden. Also wir sind da richtig gläsern. Es ist zwar so, dass wenn Sie als Privatperson gebrauchte Artikel des täglichen Lebens verkaufen, wird da in aller Regel keine Einkommensteuer fällig. Vorsichtig dürfen Sie allerdings beim Verkauf von Sammlerstücken sein. Gerade wenn da dann natürlich ein Gewinn erzielt wird. Denn dann gibt es die Spekulationsfrist von mindestens einem Jahr seit der Anschaffung. Und wenn Sie das nicht nur einmal tun, sondern regelmäßig, dann kann Ihnen das Finanzamt auch eine gewerbliche Tätigkeit unterstellen. Führt im Übrigen dann auch im Zweifel dazu, dass Sie sogar Umsatzsteuer zahlen müssen. Und eine ähnliche Falle wie bei den Secondhand-Verkäufen ist die Vermietung. Und zwar die kurzfristige Vermietung, zum Beispiel über Vermietungsplattformen wie Airbnb. Denn auch die müssen Transaktionen an die Steuerbehörden melden. Also mittlerweile müssen Sie das. Bedeutet, wenn Sie Ihre Immobilie oder ein Zimmer, was auch immer, regelmäßig kurzfristig vermieten, dann kommen Sie da sehr schnell in die Steuerpflicht. Es gibt da zwar eine kleine Freigrenze, aber die ist sehr schnell überschritten. Und wenn Sie mehr erwirtschaften, müssen Sie komplett auf den kompletten Betrag auf Ihren Gewinn Steuern zahlen. Und wenn Sie das vergessen, sind Sie wieder in der Steuerhinterziehung im Zweifel. Ja, meine Damen und Herren, das waren mal so ein paar Punkte, wie Sie ganz schnell in Steuerfallen tappen und als Steuerhinterzieher geahndet werden, ohne dass Sie damit gerechnet haben. Schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare, ob Sie das alles wussten. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.